Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es freut mich sehr, dass ihr wieder hier seid. Ich habe drei Limos gekocht und das Ganze auf Video für euch festgehalten, weil ich mir dachte, das sind jetzt ganz schöne Rezepte, jetzt vielleicht sogar für die Ostertage oder allgemein im Frühjahr und im Sommer. Und da habe ich einmal eine Rhabarber-Limo für euch, wo ich mir sehr gut vorstellen kann, sie mit ein bisschen Minzblättern zu servieren. Dann eine Blaubeer-Limo und eine Vanille-Limo. Also falls ihr wissen wollt, wie ich die gemacht habe, dann bleibt dran. Für Limo Nummer 1 benötigen wir 600 ml Wasser, 150 Gramm Zucker, 40 ml Zitronensaft und 400 Gramm Rhabarber. Das sind jetzt bei mir ungefähr 4 Stangen gewesen. Das kommt jetzt alles zusammen in einen Topf und wird aufgekocht. Nachdem das Ganze jetzt aufgekocht ist, habe ich den Herd auf mittlere Stufe runtergestellt und lasse das Ganze nun für ca. 15 Minuten köcheln. So, das Ganze hat jetzt ca. 15 Minuten geköchelt. Ich habe es jetzt schon mal durch ein Sieb in einen anderen Topf gegossen, sodass ich das Ganze noch mal ein bisschen ausquetschen kann, um auch wirklich alles daraus zu bekommen. Und danach kommt das Ganze durch einen Trichter in eine vorher heiß ausgewaschene Flasche. So, das Ganze hat jetzt etwas mehr als 500 ml ergeben. Das nämlich 500 ml. Die Flaschen gibt es auch so ähnlich bei IKEA. Die verlinke ich euch unten in der Infobox, falls euch das interessiert. Und das fülle ich jetzt einfach nur noch, also so viel würde ich nicht in mein Glas tun, aber wahrscheinlich irgendwie so viel, die Hälfte davon, das mit Mineralwasser aufgießen. Und zu Rhabarber passt auch ganz gut Minze, ich finde. Also würde ich da wahrscheinlich noch ein bisschen Minze mit zugeben. Und dann machen wir uns jetzt mal an die nächste Limo. So, für die Blaubeer-Limo benötigen wir einen Kaffeebecher voll mit Blaubeeren. Meine sind tiefgefroren von Edeka. Dann 190 ml Zitronensaft, den habe ich auch von Edeka, ich zeige euch gleich immer die Flasche. Dann 125 Gramm Zucker und 250 ml Wasser. Für Limos kaufe ich bei Edeka immer diesen Zitronensaft. Der ist nämlich immer sehr praktisch, wenn man dann nicht tausende von Zitronen aufpressen muss, sondern man nimmt einfach etwas von dem Saft. So, anders als wie bei der Rhabarber-Limo kommen nicht alle Zutaten auf einmal rein, sondern es ist alles Wasser und der Zucker. Es wird aufgekocht und anschließend kommen die Blaubeeren damit rein. Das wird dann für 3 bis 5 Minuten köcheln gelassen. Und am Ende, wenn das Ganze abgegossen ist, also durch ein Sieb, kommt einfach der Zitronensaft damit zu. Die Blaubeeren habe ich jetzt durch ein Sieb abgegossen, quetsche jetzt noch ein bisschen aus und dann kommt der Zitronensaft dazu und dann fülle ich das Ganze in eine Flasche um. So, bei Limo Nummer 2 hat es komplett reingepasst. Bei der habe ich ein Etikett, bei der wusste ich leider noch nicht, dass ich sie mache, deshalb gibt es da keins, aber für die habe ich ein schönes Etikett gemacht. Und dann geht es jetzt mal zum nächsten. So, und zur letzten Limo. Da brauchen wir einmal 250 ml Wasser, 52 ml Zitronensaft, eine Vanilleschote. Ich benutze immer schon ausgekratzte, also die ich schon mal verwendet habe. Das reicht vollkommen, weil das meiste Aroma sitzt eh in der Schale und beziehungsweise in der Schote. Und dann 170 Gramm Zucker. Da kommen jetzt auch zuerst Wasser und Zucker in den Topf. Das wird aufgekocht und dann kommt die Vanilleschote da mit rein. Das wird dann wie so zu einer Art Vanillesirup gekocht. Und am Ende kommt dann der Zitronensaft einfach mit dazu und dann wird es abgefüllt. Ich habe bei der Vanille-Limo übrigens auch die Vanille da noch mit reingeworfen, weil das Ganze dann nochmal nachzieht.
und noch ein bisschen fündeliger wird. So, und damit wären die drei Limos auch schon fertig. Die habe ich jetzt auch noch abgefüllt. Die hat auch schon ein Etikett bekommen. Da ist noch ein bisschen mehr drin gewesen, als wie in die Flasche passte. Und ja, das wären dann die drei Limos. Da fülle ich mir immer ungefähr so diese Menge in ein Glas ein. Fülle das Ganze dann mit Mineralwasser auf und tue vielleicht noch einen Eiswürfel mit rein. Und das sind drei sehr leckere Limos. Jetzt fürs Frühjahr und für den Sommer. Ja, falls euch das Video gefallen hat, gebt mir doch bitte einen Daumen hoch. Und wenn ihr ein Limo davon nachmacht, dann schreibt mir doch bitte in die Kommentare, was euch geschmeckt hat. Ja, dann hoffe ich, dass ihr demnächst wieder vorbeischaut. Ich wünsche euch auf jeden Fall schöne Ostern und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Tschüss!